Das Hegau-Jugendwerk in Geilingen an einem ganz normalen Morgen. Überall bereitet man sich auf den kommenden Tag vor. Pläne werden erstellt, Aufgaben verteilt. Für die Kinder und Jugendlichen beginnt auch heute wieder ein Tag, an dem große und kleine Erfolge gefeiert werden. Und jeder neue Schritt, und sei er auch noch so winzig, Hoffnung macht. Das Hegau-Jugendwerk in Geilingen ist ein neurologisches Fachkrankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Behandelt werden Schädigungen oder Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems, Muskelerkrankungen sowie Teilleistungsstörungen. Ein Großteil unserer Patienten sind Patienten mit Zustand nach einem Verkehrsunfall, aber es gibt auch sehr viele Erkrankungen im Sinne von entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems oder auch Schlaganfälle, die gibt es auch schon im Kindesalter oder auch ansonsten vererbte Erkrankungen. Im Hegau-Jugendwerk gibt es drei unterschiedliche Rehabilitationsstufen. In der Frührehabilitation werden Kinder mit schweren Verletzungen oder Erkrankungen intensivmedizinisch betreut. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten eng zusammen und erstellen für jeden Patienten einen individuellen Therapie- und Pflegeplan. Wichtige Ziele in dieser frühen Phase der Rehabilitation sind, den Bewusstseinszustand der Patienten zu verbessern, Schluckstörungen zu erkennen und zu behandeln, sowie Atmung, Kreislauf und Temperatur zu stabilisieren. In der neurologischen Frührehabilitation von Kindern und Jugendlichen sind wir häufig damit konfrontiert, dass intensivmedizinische Maßnahmen noch von Bedeutung sind. Insbesondere die künstliche Beatmung, das Verhalten mit dem künstlichen Nahrungsweg und dem künstlichen Atemweg sind unsere Spezialgebiete, mit denen wir auch im Rahmen des Spektrums der anderen Einrichtungen neue Wege gehen und auch dort recht erfolgreich sind. Da die neurologische Frührehabilitation insgesamt ein recht junges Fachgebiet ist, kann noch nicht auf feste Erfahrungen zurückgegriffen werden. Wir haben unsere Erfahrungen, die etwas von den üblichen Standards abweichen, in einem Lehrbuchartikel eines Buches veröffentlichen können. Sobald die Kinder und Jugendlichen keine intensivmedizinische Überwachung mehr benötigen, kommen sie in die weiterführende Rehabilitation, Phase C. Selbstverständlich werden die Patienten auch in dieser Phase fachärztlich betreut. Kräfte mobilisieren, verloren gegangene Fähigkeiten zurückerobern, wieder Mut fassen. Sämtliche Therapiemaßnahmen werden individuell abgestimmt und durchgeführt. Das Reha-Programm umfasst ergotherapeutische Maßnahmen zur Förderung von Koordination und Beweglichkeit, sowie logopädisches Training bei Problemen der Nahrungsaufnahme und Störungen des Sprechens und der Sprache. Die Förderung der Selbstständigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Die aktivierende Pflege fordert die Patienten, ganz alltägliche Dinge wie Waschen, Anziehen oder Essen weitestgehend selbstständig verrichten zu können. Wir sind Kummer, der da gar nichts können. Er ist einfach nur da gelegen und es ging gar nichts mehr. Und in der ganzen Zeit hat er jetzt wieder laufen gelernt, er schwätzt wieder, er isst wieder. Miteinander kommunizieren, Wünsche und Bedürfnisse wieder äußern können. Die unterstützte Kommunikation bietet beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende Diagnostik der kommunikativen Fähigkeiten und Bedürfnisse an. Dabei werden personenbezogene Kommunikationsstrategien entwickelt. Außerdem findet eine umfassende Beratung bei der Auswahl, der Anpassung und dem Einsatz von individuellen Kommunikationshilfen statt. In der Kunstwerkstatt haben die Rehabilitanten die Möglichkeit, das Erlebte kreativ zu verarbeiten und neue Motivation aufzubauen. Hinzu kommen Musiktherapie zur Entspannung, Aufmerksamkeitstraining sowie sozialpädagogische Betreuung zur Beeinflussung von Antriebs- und Affektstörungen. Regelrecht auf den Hund gekommen ist man in der tiergestützten Pädagogik. Auf spielerische Art bietet diese den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu öffnen, Beziehungen einzugehen. Dabei kommen zwei Therapiebegleithunde zum Einsatz.
Auch die psychologische Betreuung spielt während des Aufenthalts eine wesentliche Rolle. Wir führen bei allen unseren Rehabilitanten eine ausführliche neuropsychologische und psychologische Diagnostik durch. Zielrichtung der neuropsychologischen Diagnostik ist, eine Grundlage zu gewinnen für eine gezielte neuropsychologische Funktionstherapie. Wir begleiten aber auch den Verarbeitungsprozess bei unseren Rehabilitanten auf eine psychotherapeutische Art und unterstützen da auch nicht nur den Rehabilitanten, sondern auch die Familie, Angehörige, Geschwisterkinder. In der neuropädiatrischen Ambulanz werden die Kinder und Jugendlichen auch nach ihrem Aufenthalt im Jugendwerk betreut. Außerdem wird dadurch die ambulante Versorgung von Kindern mit neurologischen Erkrankungen im Landkreis Konstanz und den angrenzenden Landkreisen gewährleistet. In der medizinischen Rehabilitation sollten die jugendlichen Patienten im praktischen Alltagsgeschehen schon weitgehend selbstständig sein. Dieser Bereich teilt sich in einen Bereich für Jugendliche und junge Erwachsene sowie in ein Kinderhaus für die kleineren Patienten auf. Selbstvertrauen wiedergewinnen, Bewältigung alltäglicher Tätigkeiten sowie die Verbesserung motorischer Fähigkeiten. Dies sind nur ein paar Dinge, die es zu bewältigen gilt. Die Wilhelm-Bläsig-Schule ist eine staatlich anerkannte Privatschule, in der ganztags und ganzjährig unterrichtet wird. In der größten Krankenhausschule Deutschlands soll der Anschluss an das alte schulische und berufliche Belastungsniveau erreicht werden. In kleinen Gruppen oder sogar einzeln wird individuell auf das jeweilige Leistungsniveau abgestimmt unterrichtet. Angegliedert ist ein Schulkindergarten für körperbehinderte Kinder. Außerdem können die Patienten in berufsvorbereitenden Maßnahmen berufliche Perspektiven entwickeln. In unterschiedlichen Bereichen werden Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprobiert und Vorlieben für bestimmte Bereiche entdeckt. Also ich habe hier jetzt halt die ganz normale Therapie, Berufstherapie, habe die Holztechnik, überall als Belastungserprobung, Wirtschaft und Verwaltung, weil mein Beruf halt auch kaufmännisch ist, auch als Belastungserprobung. Ich war erst in Holz, dann in Wirtschaft und Verwaltung und dann bei Nähe Koche und so und dann technisches Zeichnen hier. Und bis dahin war es am besten. In dieser Phase spielen auch Rehabilitationsberatung und Sozialdienst wichtige Rollen. Hier werden Hilfestellungen in sozialrechtlichen Angelegenheiten gegeben, Berufsberatungen organisiert oder gemeinsam nach einem Praktikumsbetrieb gesucht. Eine weitere Besonderheit im Hegau-Jugendwerk ist das Kinderhaus. Da für Kinder ein Krankenhausaufenthalt häufig ein einschneidendes Erlebnis ist, bietet das Kinderhaus einen geschützten Rahmen, in dem sich die kleinen Patienten rundum geborgen fühlen sollen. Jeweils 11 Kinder wohnen in einer unserer 4 Wohngruppen in familienähnlicher Atmosphäre. Die Unterbringung ist auch als Rooming-in zusammen mit Eltern oder Angehörigen möglich. Zusätzlich stehen Elternzimmer im Gästehaus zur Verfügung. Mit Einzel- und Gruppenangeboten werden Alltagssituationen und angemessene Verhaltensweisen auch in Konfliktsituationen erarbeitet. Im Spiel wird ein natürliches Kontaktverhalten aufgebaut. Außerdem bietet das Kinderhaus ein intensives 2-wöchiges Sprachtraining für Kinder mit Aphasie im Alter von 8 bis 15 Jahren an. Das Intensivtraining fördert die Kommunikationsfähigkeit, unter anderem in den Bereichen Wortschatz, Sprachverständnis, Lesen und Schreiben. Elternarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil während des Reha-Aufenthalts. Neben einem regelmäßigen Informationsaustausch nehmen die Eltern aktiv an einzelnen Therapiesitzungen teil. Wir sind super betreut worden und das Resultat ist Gott sei Dank sehr erfreulich. Zahlreiche Freizeitangebote für Begleitpersonen sorgen für Abwechslung bei der Begleitung des Angehörigen im Reha-Prozess. Natürlich kommt während des Aufenthalts die Freizeitgestaltung nicht zu kurz. Ob künstlerisch-kreative Angebote oder sportliche Betätigungen, hier kommt jeder auf seine Kosten. Im Freizeitbereich finden darüber hinaus regelmäßig Discoabende, Filmvorführungen oder Konzerte statt. Ein ganz normaler Tag im Hegau-Jugendwerk geht zu Ende. Die Kinder und Jugendlichen mussten wieder einige neue Herausforderungen meistern. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für eine möglichst erfolgreiche neurologische Rehabilitation der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und das schon seit 40 Jahren. Gute Aussichten also. Musik